und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer auf Schweiz 5. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, zu einer neuen Folge vom Sportcorner natürlich. Dieses Mal senden wir hier aus Huttwil. Der Meister 4 vom FMS steht da. Das gibt eine zweiteilige Sendung hier. Jetzt kommt der Teil Nummer 1. Also seid gespannt, was hier alles abgeht. Erster Gast hier beim Apero. Wie gefällt es euch bis jetzt, die FMS-Sieger Erik? Bis jetzt gefällt es mir top da. Wir sind hier, weil wir Schweizer Meister geworden sind, im Bergrennen und Rundstreckenrennen mit der Frau zusammen. Und es ist super, 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 bis jetzt super. Oh yeah. Was hat euch hierher geführt? Ihr seid Schweizer Meister geworden? Richtig, ja. Schweizer Meister Scheitenwagen und Bergrennen und Rundstreckenrennen. Oldtimer-Veteranen. Was habt ihr denn für einen TÜV-Veteran? Das ist ein Scheitenwagen Golania 350er Yamaha. Da fahren zusammen mit eurer Frau im Seitenwagen hockt sie. Richtig, ja. Sehr schön, sehr spannend. Merci vielmals für das Interview. Ja, merci. Liebe Fahrer, liebe Gäste, liebe Motorfreunde, herzlich willkommen hier in Huttwil, in dieser wunderbaren Infrastruktur, wo der Besitzer, der Markus Bössiger, uns gratis zur Verfügung gestellt hat. Markus Bössiger ist sehr liiert mit dem Motorradsport. Er ist mehrere Jahre Weltmeisterschaft mit dem Seitenwagen gefahren und jetzt ist er erfolgreicher Lastwagen-Europameisterfahrer. Bienvenue ici à Huttwil, dans ces magnifiques installations mises à disposition par le propriétaire des lieux et mises à disposition gratuitement par Markus Bössiger. Markus, aufstehen! Wo ist der Markus? Voilà, c'est lui, c'est bon. Markus, bien sûr, est très lié au sport motocycliste. Il a participé plusieurs années au championnat du monde de sidecar et actuellement, il fait le championnat d'Europe de camion. En 2008, il avait fait une démonstration à Lignières, ce que vous vous rappelez, lors du premier supermotard. In diesem Sinn gebe ich das Wort am Herr Gemeinderat Mathis von der Gemeinde Huttwil, der neue Gemeinderat. Danke. Liebe Motorsportfreunde, herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Meisterfeier hier im Nationalen Sportzentrum in Huttwil. Im Kreise von 44 neuen Schweizer Meistern und 6 Göpsiegen muss man sich wohlfühlen. Ich möchte allen nochmals herzlich zu ihren Erfolgen gratulieren. Aber nicht nur die ersten Plätze verdienen einen Sonderapplaus, sondern auch die unzähligen Ränge nach dem Platz 1, sowie die vielen Helferinnen und Helfer, die zur Betreuung und zur Motivation der vielen Fahrerinnen und Fahrer beitragen. Danke für euren Einsatz. Dass die Meisterfeier hier in Huttwil stattfindet, freut uns außerordentlich.
Huttwil, natürlich mittendrin, im Herzen der Schweiz. Hier bieten über 300 Betriebe und Firmen hunderte von Arbeitsplätzen. Genießen Sie diesen Anlass, denn er ist einmalig. Zum Schluss möchte ich allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern sowie den unzähligen Helferinnen und Helfern weiterhin alles Gute wünschen. Eine unfallfreie Saison 2014. Und ich freue mich, wenn wir Sie bei irgendeinem Anlass hier in Huttwil, in diesem Sportzentrum oder vielleicht am Weihnachtsmarkt begrüßen kann. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Die Huttwilerinnen und Huttwiler freuen sich mit Ihnen. Einen schönen, abwechslungsreichen Aufenthalt wünscht die Einwohnergemeinde Huttwil. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Motorsportfreunde, liebe Gäste, Ende Jahr, alle Jahre wieder, kann man sagen, kommen wir zusammen, halten Rückschau auf die vergangene Saison. Wir können Bilanz ziehen. Ich weiß, dieses Jahr hatten wir in der ersten Hälfte bis Ende Juni sehr schlechtes Wetter. Und trotzdem muss ich sagen, wir haben sehr gute Veranstaltungen gehabt mit sehr würdigen Schweizer Meistern, Weltmeistern auch, in allen Disziplinen. Zwei Weltmeister, drei Europameister in der Moto2, in der Topklasse der Weltmeisterschaft, mit Tom Lüthi, Dominik Egeter, Randy Krummenacher, drei Spitzenfahrer unter den ersten 20, zwei davon unter den ersten 6, mehrere Podestplätze. Ja, geschätzte Damen und Herren, ich bin stolz auf diese Fahrer, muss ich Ihnen ganz klar sagen. Für mich sind das hervorragende Botschafter für unser Land. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, es sind bessere Botschafter als die meisten Bundesräte von uns. Ich meine natürlich die weiblichen. Liebe Motorradfreunde, ich wage es zu behaupten, die Schweiz gehört heute zu den großen Motorradsportnationen mit Spanien, Italien, Deutschland, England und so weiter. Wenn ich das alles anschaue, wenn ich schaue, dass im Moto2-Feld fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte mit einem Schweizer Produkt, mit den Sutter-Maschinen unterwegs ist, das alles sehe, wir sind eine Motorradnation. Und die Leute haben auch Freude, die Einschaltquoten beweisen das sehr deutlich am Fernsehen. Und dies trotz all den großen Handicaps, die wir heute haben und auch wahrscheinlich noch weiter haben werden. Trotz fehlender Motorradindustrie und der Unterstützung dadurch, trotz dem immer noch herrschenden Rundstreckenrennverbot, also eine Diskriminierung unseres Sportes, ist eigentlich unglaublich, weltweit einzigartig, dass es sowas gibt. Und ich kann Ihnen versichern, ich werde alles daran setzen, dieses Verbot eines Tages zu beseitigen. Auch wenn es sehr schwierig wird, das wissen Sie ganz genau, bei den herrschenden politischen Verhältnissen. Aber auch trotz den vielen Einschränkungen, Vorschriften, die dauernd daherkommen, ich weiß das aus Bern, wie das zu und her geht. Also hier ist eine sehr gefährliche Entwicklung im Gang, auch für die Veranstaltungen in der Schweiz, auch für die Trainingspisten, aber wir kämpfen. Aber liebe Freunde, ich muss Ihnen ganz klar sagen, wir brauchen mehr Leute,
mehr Leute aus unseren Kreisen an den Schlüsselstellen. Das ist wichtig, das ist zentral. Motorsportfreunde, die sich politisch engagieren, sei das in der Gemeinde, sei das im Kanton oder eben im Bund. Wir haben Manfred Bühler hier, Claude Clément hat ihn erwähnt vorhin. Er ist Grossrat im Kanton Bern, vom Berner Jura. Er ist aktiver Motocross-Fahrer und kandidiert für den Regierungsrat im Kanton Bern im nächsten Frühling. Ich denke, also die Berner wären gut beraten, ihn zu wählen. Das sage ich jetzt einfach, auch wenn ich nachher eine Schelte bekomme von anderen Parteien, das ist mir eigentlich egal. Stellen Sie sich vor, ein aktiver Motocross-Fahrer wäre nächstes Jahr in der Regierung eines der grössten Kantone der Schweiz. Ich sage es direkt, das wäre affengeil. Nein, Spaß beiseite. Mir ist es wirklich ernst. Wir brauchen mehr Leute, die unsere Anliegen vertreten, aber auch unsere Sprache sprechen an den entsprechenden Stellen. Es kommt sehr viel auf uns zu, sei es wegen Lehnvorschriften und so weiter. Aber wir werden dagegen ankämpfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ganz schöne Meisterfeier, einen gemütlichen und schönen Abend. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, auch fürs nächste Jahr. Wir haben große Projekte im nächsten Jahr. Die FMS feiert das 100-jährige Jubiläum. Wir werden Grossanlässe machen, vor allem Ende Mai in Lies. Wurde vorhin schon angetönt. Wir werden sonst noch Höhepunkte machen. Also wir werden Vollgas geben im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr alle auch. Danke vielmals. Es geht gerade weiter mit der ersten Ehrungen Snowcross Ice Race. On commence la proclamation des prix pour la catégorie Snowcross et Ice Speedway. Guten Abend miteinander. Ich darf die Snowcross-Fahrer zur Ehrung bitten. Wir fangen an mit der Kategorie Promo Cup. Im dritten Rang haben wir den Schuhmacher Cedric auf Skidoo. Im zweiten Rang haben wir den Papa Daniele auf Polaris. Er ist entschuldigt, er ist krank. Und im ersten Rang und Cup-Sieger haben wir den Heritier Leuk auf Polaris. Dann gehen wir weiter zu der Kategorie Senioren. Im dritten Rang von dem Senioren-Cup haben wir den Brand Richard auf Skidoo. Im zweiten Rang haben wir den Köppel Marcel. Er ist heute oben nicht da. Und im ersten Rang und Gewinner vom Senioren-Cup haben wir den Heinz Michel auf Skidoo. Und dann kommen wir jetzt zu der schnellsten Kategorie, die schnellsten Fahrer, Kategorie Elite. Im dritten Rang haben wir den Frey Mark auf Articat.
Im zweiten Rang haben wir den Schneck Nicola auf Polaris. Er ist entschuldigt für heute. Und im ersten Rang und Schweizer Meister haben wir den Rudi Lioda auf Skidoo. Gerade anschliessen. E-Speedway im dritten Rang haben wir den Thomas Gavicelli auf Java. Und im ersten Rang und Schweizer Meister somit haben wir den Weiss Philipp ebenfalls auf Java. Bravo, noch Gruppenfoto, bitte. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons passer à la remise des prix de la catégorie enduro. On commence par l'enduro national junior moins de 25 ans, deux temps. À la troisième place, Daniel Brunner sur KTM. À la deuxième place, Rossi et Bastien sur KTM. Et à la première place, champion suisse, Quentin Montavon sur KTM. Continuons avec la catégorie National Open. À la troisième place, Jörg Schutz sur Beta. À la deuxième place, Rudolf Erger, Honda. Et à la première place, champion suisse, Cristiano Dos Santos Almeida.
On continue avec la catégorie vétéran. À la troisième place, Bruno Werder sur Rosaberg. À la deuxième place, Hans-Urs Rohrbach sur KTM. Et à la première place, champion suisse, Rolf Heinz, KTM. Nous passons maintenant à la catégorie inter-junior moins de 25 ans. À la troisième place, Thibaut Leiser sur KTM. À la deuxième place, Cédric Evard sur Suzuki. À la première place, champion suisse Kevin Murizier, KTM. Alors je m'excuse, j'ai oublié une catégorie. Avant de faire les inter, je devais faire les seniors. Alors j'appelle au troisième rang Hubert Zeller sur KTM. À la deuxième place, Franck Bassin, Rosaberg. Et à la première place, champion suisse, Robert Cambert, Honda. Passons maintenant à la catégorie Inter Open. À la troisième place, Christophe Robert sur Rosaberg.
Au deuxième rang, Steve Follet, KTM. Et à la première place, champion suisse, Jonathan Rosset, Yamaha. Maintenant passer au classement des 6 jours qui se sont déroulés à Olbia du 30 au 5 septembre. J'appelle ici le team GTS Enduro Team Schweiz qui a fini 112e. Robert Camber, Honda. Daniel Stampfer, Honda. Et Urzog Honda. Le club Team Les Seniors avec Franck Bassin, Ousaberg, Alain Bechtel, KTM et Jean-Daniel Rosset, Yamaha. Ensuite, au 47e rang, le club team Les Jurassiens, Thomas Schranz, KTM, Richard Borer, Yamaha et Stéphane Pitoussi, Sherco. Ensuite, l'équipe Trophy qui a fini au 12e rang avec Cédric Evard, Suzuki, Steve Follet, KTM, Hans Rudi Kinchelmann, Honda, Kevin Murizier, KTM et Christophe Robert, KTM, ainsi que Jonathan Rosset, Yamaha. Nous aimerions maintenant féliciter deux pilotes qui ont roulé en championnat du monde. Il s'agit de Christophe Robert qui a fait un 12e rang en E3. Ainsi que Jonathan Rosset qui a fait un 16e rang en E1. Die zwei Fahrer, der Christophe Robert ist 16. 12. geworden, excusez, die WM,
und der Jonathan Rosé 16. Bravo, die zwei internationalen Fahrer. Gruppenfoto bitte. Ein Foto de groupe, s'il vous plaît. Tous les enduristes avec leur président. Voilà, bravo à tous ces coureurs enduristes. Et je vous souhaite un bon appétit. L'entrée est servie. Jetzt habt ihr also viel gehört, die ganzen Siegerehrungen habt ihr gesehen, vom ersten Teil dieser Sendung. Jetzt gehen wir über zu Interviews, wir haben noch spannende Interviewgäste für euch parat. Das dürft ihr euch unbedingt nicht lang gehen. Herr Wobmann, Sie sind Nationalrat von der SVP Kanton Solothurn. Das ist eigentlich ein Job, wo man schon genug zu tun hat. Aus welchem Grund sind Sie noch Präsident von der FMS? Von den Motorradfahrern in der Schweiz? Ja gut, Motorsport, das war immer mein Hobby, mein Leben lang. Ich bin früher zuerst Motocross gefahren, dann Strassenrennen gefahren. Motorsport, das bedeutet mir einfach schon sehr, sehr viel. Und als dann der Verband auf mich zugekommen ist, in einer Krise war, habe ich das übernommen und ich habe enorm viel Freude. Das ist für mich ein super Ausgleich zum politischen Leben, zum beruflichen Leben. Und ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich weiss, der Motorsport, aus dem Motorsport kann man in der Schweiz noch sehr, sehr viel machen. Wir haben in der Schweiz in drei WM-Spitzenfahrer, die in der Moto2 Grand Prix-Kategorie vorne mitfahren. Warum ist es nicht möglich, dass Schweizer Motorradsportler in der Schweiz den Sport ausüben können? Ja, wir haben das unsägliche Rundstreckenrennverbot seit 1955 und wegen einem Ereignis, das mit der Schweiz gar nichts zu tun hat. Und das ist immer noch da. Ich probiere es zu beseitigen, das Verbot, an mir heiss. Und das ist eine Diskriminierung von einer ganzen Sportart, die eigentlich weltweit einzigartig ist. Ihrem Bundesrat, Bundesratspräsident Ueli Maurer, ist der Chef vom Militärdepartement. Wir wollen die Armee verkleinern. Es gibt Überlegungen, gewisse Waffenplätze sogar zu schliessen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man auf diesen Waffenplätzen etwas machen könnte? Zum Beispiel Trainingsanlagen, Ausbildungsanlagen, auch für den Motorsport in der Schweiz? Ja, das ist natürlich ein grosses Ziel, das ich jetzt habe. Und ich probiere in diese Richtung zu arbeiten. Ich habe verschiedene Verhandlungen jetzt, auch mit VBS. Weil, als man auf einem Gelände, das man nicht mehr braucht für die Armee, könnte ich zum Beispiel ein Trainingsgelände machen. Sei es für Motocross, also ich sehe immer noch ein kombiniertes Trainingsgelände für Motocross, Enduro, Trial, Supermoto, vielleicht Kart, vielleicht so, Minibike und so weiter. Also das wäre natürlich ein riesen Hammer und wir arbeiten daran. Und ich hoffe, dass das möglich ist. Und das gibt natürlich einen super Ansporn für Junge in der Schweiz, auch können zu trainieren. Wenn das Thema Motorsport, Motorradsport im Speziellen, im Nationalrat jeweils ein Thema ist, wie stark ist das dort im positiven Sinn unterwegs? Oder ist es eher negativ besetzt? Wie sind da jeweils die Abstimmungen, wenn es um die Ausübung von dem Sport geht? Also wir haben ja verschiedene Anläufe genommen, Aufhebung vom Rundstreckenrennverbot. Im Nationalrat ist das jedes Mal durchgekommen, als wir das könnten aufheben. Und das letzte Mal sogar relativ deutlich. Einfach die rot-grünen Kreise sind dagegen. Das ist wahrscheinlich aus ideologischen Gründen ist das so zementiert. Und sonst haben wir doch eine Mehrheit gefunden, aber leider, leider Gottes im Ständerat nicht. Dort haben wir wieder verloren und darum müssen wir das Ganze wieder neu aufrollen. Ich werde es dir auch wieder anpacken, es braucht ein bisschen einen Aufhänger. Ich muss jetzt ein bisschen den richtigen Zeitpunkt abwarten, dass es Sinn macht, wieder anzupacken. Ich werde es aber machen. Wie viele Freunde hat der Motorradsport im Bundesrat? Ja, im Bundesrat sind es sehr, sehr wenige. Ueli Maurer ganz sicher, das weiß ich. Und er hat mir es auch schon gesagt und er war auch schon Anlässe. Nebst dem wird es schwierig sein, abzuschätzen, weil die Antworten nicht immer so ehrlich sind, wie wenn die Fragen gestellt werden. Herr Wobmann, herzlichen Dank für das Interview. Nein, bei mir sitzt Christoph Robert,
Der Neuenburger, der ist das Jahr in der Enduro-Weltmeisterschaft der Kategorie E3 gefahren, und zwar für das Zusammenwehr-Team aus Support Rider. Das heisst, er hat das Gleiche wie ein Werksfahrer, aber er reist noch alleine auf die Reise an und muss auch ein bisschen selber für Sachen schauen. Aber es ist schon ein grosser Schritt in eine gute Zukunft. Christophe, qu'est-ce que tu penses de ta saison 2013? Ben, ma saison 2013, je suis à moitié content. J'ai fait des bonnes journées, mais c'est vrai que j'ai eu un peu moins de chance que l'année d'avant. Donc la concurrence est rude. Puis les journées pour faire des bons résultats, il faut être constant sur la longueur de la journée. Ça, c'est vrai. Je suis venu avec toi 2-3 fois sur des courses. C'est vrai, c'est impressionnant combien de temps que vous investissez pour ce sport. L'année prochaine, tu dois faire plus des courses extrêmes. Qu'est-ce que c'est le plus gros changement entre les Grands Prix et puis les courses extrêmes? Alors le plus gros changement, les courses extrêmes, c'est pas le résultat se fait pas par les chronos, c'est un parcours de franchissement avec des remontées de ruisseaux et toutes des difficultés qu'on peut trouver dans la forêt. Et c'est le premier qui finit le parcours tracé qui a gagné la journée. Ton but, c'est quoi? On peut dire, j'aimerais faire le top 5, top 10, c'est un truc réaliste pour dire ou bien c'est comment ça se passe là-bas? C'est difficile de dire finir dans un top 5 parce que chaque course est bien particulière. Chaque course a son format, donc le but, c'est déjà de finir ses courses parce que c'est très difficile et il y a très peu de pilotes qui arrivent à les finir. Ça va être très très dur comme on entend. Il va aussi changer de marque pour l'année prochaine. Il passe de Husaberg à Husqvarna. Ce qui est drôle, c'est ça reste la même moto presque. Qu'est-ce que tu penses de ce changement, toi? Ben pour moi, ça ne me change pas grand-chose. Moi, je sais que c'est une moto qui fonctionne bien. Donc, il y aura une nouvelle suspension arrière avec des biellettes, ce que je me réjouis d'essayer. Et pour moi, ça me va, ça va très bien. Qu'est-ce que ton programme pour l'hiver maintenant? Tu roules ici en Suisse, tu pars en France, en Italie, tu travailles un peu, tu ne travailles pas. Qu'est-ce que c'est ton programme? Alors, je vais partir rouler au sud, je pense, soit en France ou en Italie, je ne sais pas encore, pour trouver des bonnes conditions pour s'entraîner. Et après, travailler, je travaille un petit peu au compte-gouttes par-ci, par-là, parce que c'est vrai que l'entraînement, ça prend beaucoup de temps. Et puis, si je veux me tenir à mes objectifs, je suis obligé de m'entraîner convenablement. Bon, ich wünsche alles Gute dem Christophe für seine erste Saison, wo er Extremrennen wird fahren nächstes Jahr. Es wird ganz sicher etwas anderes sein, wie er gesagt hat, dass es schwierige Rennen als werden sein. Es hat sehr wenige Fahrer, die die Rennen können fertig machen können, weil sie so hart sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass er es wird schaffen. Er ist ein harter Hund und das ist gut so. Mein nächster Gast ist Adolf Henny, der dreifache Zeitwagen-Weltmeister. Adolf, wie ein guter Wein, wird mit dem Alter besser oder wie siehst du das? Ja, ich hatte vielleicht nicht das Glück gehabt, früher, dass es so ist gegangen, wie es jetzt rausgekommen ist. Aber für dich erstaunlich. Jetzt, du bist ja, man darf sagen, schon die ältere Generation. Und jetzt hat es gerade innerhalb viermal, dreimal geklappt, innerhalb vier Jahre, dreimal bist du Weltmeister geworden. Das ist schon ein bisschen extrem. Ja, ja, ist eigentlich schön. Mir geht es eigentlich darum, den Jüngeren zu zeigen, dass wir Eltern auch fähig sind, etwas zu machen, dass wir gut sind, wenn wir über all die Jahre gut arbeiten können, gut trainieren können. Es ist einfach schade, dass man die Akzeptanz nicht so hat, in der Öffentlichkeit oder jetzt so hier. Es wird geredet von der Solo, von diesen einen. Und das ist eine Sportart, die man einfach nicht so kennt. Und ich bin froh, dass ich überall da darf sein und etwas darf erzählen. Weil es ist die Anerkennung, die fehlt schon. Und das tut schon ein bisschen weh. Und das hat mit dem Alter nichts zu tun. Es kommt ein bisschen auf die Einstellung drauf ab. Und dann kann man unter Umständen auch im Alter etwas erreichen. Das ist richtig. Jetzt mit dem Alter hast du sehr viel Erfahrung. Die Jungen haben vielleicht noch die Energie, ein bisschen mehr Energie und vielleicht die Unbekümmertheit. Wie siehst du das? Was ist besser oder was ist denn weniger gut vielleicht vom Alter? Oder? Ja, es ist noch schwierig, aber ich schaue es so an. Ich war nie ein Talent. Ich musste immer arbeiten, immer trainieren. Ich war mit 6-Jährigen schon 35 Kilo. Ich war sehr, sehr ein Bulle. Ich musste immer trainieren und in keiner Sportart, die ich gemacht habe, bin ich ein Talent gewesen. Ich musste immer trainieren und arbeiten, hart arbeiten, dass ich überhaupt so etwas bringe. Und ich denke heute einfach so, die heute im Spitzensport etwas machen, das müssen Profis sein, die können nicht wie wir 10 Stunden auf die Bühne und nachher noch ins Training.
Und die machen viel mit dem Talent. Und von denen, wo das Talent nicht mehr reicht und sie trainieren oder mehr trainieren, dann gehen sie auf. Sie lernen nicht kämpfen und ich einfach immer müssen kämpfen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Plus, das ich halt hatte, weil ich ganz anders an die Sache hergehen musste, als die, die heute vielleicht etwas machen, Sportart. Wie sieht es jetzt für nächstes Jahr aus? Was ist dein Plan? Geht es mit dem gleichen Teammitglied weiter mit dem PK, mit dem Finn? Oder wieder WM, EIDM vielleicht? Oder wie sieht es aus? Ja, es ist so, es würde mich sehr interessieren, EIDM zu fahren, weil es immer Training war, wo man eigentlich neben den Weltmeisterschaftslöwen Platz und Zeit hätte. Aber das Ganze ist eine Geldfrage, ist eine Zeitfrage. Und ich bin jetzt seit 14 Tagen vom Spital zurück, hatte schwere Operationen, 6 Wochen lang im Spital und 8 Operationen mit Vollnarkose, weil ich ja den Brustkasten gebrochen habe. Ich bin das ganze Jahr eigentlich gefahren mit dem pfeifischen Drüsenfieber und mit dem gebrochenen Brustkasten. Mit dem Infekt, den ich im Spital in der ersten Operation den Frühling aufgelesen habe, bin ich körperlich sehr schlecht zu Weg und habe eigentlich etwas erreicht, und ich stolz bin drauf. Ich bin auch in den letzten 5 Jahren, als ich jetzt mit dem PKB gefahren bin, 70 Rennen gefahren und sie 64 Mal auf dem Podest gewesen. Aber es interessiert einfach die Öffentlichkeit nicht. Du schwimmst eigentlich gegen Diskriminierung, die wir heute schon gehört haben am Abend. Und sie machen eigentlich das Gleiche mit uns, mir einfach die Anerkennung nicht. Und ich denke, meine Hauptaufgabe ist, wenn ich im Jänner entscheiden kann, körperlich geht es weiter oder geht nicht weiter, das ist sonst, wenn ich weiterfahre, schaue, mich einzusetzen für all die jungen Gielen, die im Seitenwagen, die einfach diskriminiert wird, auf jeder Stufe, ist egal wo. Einfach schauen, mich einzusetzen und also schauen können, zu unterstützen und also weiterzubringen. Wo wir reden hier bei Begrüßung her, mit allem Drum und Dran, reden wir von Moto2-Fahrern, von diesem Rang und diesem Rang und so. Wir haben bei Büchervorstellung von der Schweizer Autorennfahrer, die wir dürfen fahren drinnen sind. Wir brauchen hier Anlässe. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt mit der 11. WM-Medaille 6-mal Vize-Weltmeister, 3-mal Weltmeister, dass man mehr muss erwähnen muss. Es geht darum, dass man Kategorie-Seitenwagen sollte erwähnen und dürfen zeigen und sagen. Aber das, was ich jetzt hier wieder gehört habe, so, es tut mir einfach, es tut mir weh. Es tut mir sehr, sehr weh, dass wir die Akzeptanz nicht haben. Und ich kann es nicht verstehen. Der Biland Rolf war mein grosses Vorbild gewesen. Ich bin gegen ihn noch gefahren. Er hat natürlich sehr viel erreicht. Er ist 7-mal Weltmeister gewesen, aber wir, in unserem Alter oder was wir alles arbeiten, sollte einfach auch ein bisschen anerkannt werden vom Ganzen. Das ist für dich sicher Erholung angesehen in der nächsten Zeit. Bleibst du hier für das? Musst du arbeiten? Wie sieht es aus? Gehst du noch ins Ausland vielleicht? Oder wie sieht es aus? Ja, das ist eigentlich auch ein grosser Punkt. Oder? Die Ausländer gegen die, die ich fahre, das sind alles Profi. Und ich bin ein bisschen älter, schon ein paar Lenz auf dem Buckel. Ich habe 30 Knochenbrüche, bin immer ein bisschen angeschlagen gewesen letztes Jahr, und ein bisschen Sachen passiert sind, Unfälle, wo wir eigentlich nichts dafür können, nicht mein Verschulden. Und habe einen eigenen Betrieb daneben, habe noch andere Hobby, die ich mache. Und die Resultate eigentlich kann bringen. Ich habe durch das geht es mir gut, weil ich habe nicht Zeit zu studieren, warum man sie Blödsinn machen im Sport. Ich muss arbeiten. Und schauen, Geld für ihn, es kann finanzieren. Und für die Jüngeren manchmal, die halt nicht arbeiten oder keine Beschäftigung oder nicht abgelenkt sind, die haben vielleicht mehr ein Problem, dass sie vom einen Wochenende zum anderen sich ein bisschen auf die Reihe bringen und nicht belastet sind. Ich hatte nie einen Mentaltrainer, physisch, ich hatte nie einen Konditionstrainer. Ich habe immer alles alleine gemacht. Und ich denke, die Leistung, die wir Seitenwagenfahrer bringen, die ist nicht zu unterschätzen. Es soll alle zusammen mal fahren, wenn wir eine Taxifahrt machen. Und der vom Murlop machen, der liegt eigentlich nicht drin, weil ich bin mit 70% seit Jahren, seit den 39 Jahren, als ich WM fahre, bin ich mit 70-80% der Hauptsponsor. Und dann muss ich einfach Geld verdienen. Wo für uns Geld auszugeben, hat niemand Interesse. Und das fährt schon dort an, dass die Solofahrer Angst haben, wo wir mehr Werbefläche haben als sie. Wir können die Sponsoren von ihnen übernehmen oder wir können mehr zeigen, weil der Seitenwagensport, da ist immer eine Bewegung drin, der Passagier der macht gerne etwas, sehr, sehr spektakulär, auch wie die Solo. Und ja, es ist einfach das Problem, dass wir es nicht verkaufen können, weil kein Importeur, kein Hersteller hat Interesse am Sport, weil so wie wir das Fahrzeug haben, können wir nicht auf der Straße fahren und zeigen. Und das ist sehr, sehr schwierig, dass wir die Akzeptanz bekommen. Weil Solo dürfen, wie Solo, unsere Moto2-Fahrer oder 3-Fahrer, können Spritzen aus,
die Leder alles genau gleich, der Helm anlegen, das Dessin, alles. Auf der Straße fahren, ihr könnt es 1000 Mal in der Welt verkaufen, wie ein Spitzenfahrer ist, wie ein Rossi oder so. Und das, was wir machen, das machen wir selber. Wir machen die Auspuffanlage selber, der Motor, das Chassis ist gegeben. Das ist vom Melzer, Louis Christen. Wir tun das übernehmen. Das ist ein sehr gutes Chassis und hat uns weit gebracht. Aber wir haben alles mit Handarbeit und Wissen und Können. Und durch das, dass ich so viele Jahre dabei bin, ist unter Umständen bin ich so weit gekommen, bei den Jüngeren ein bisschen überlegen, wo es vielleicht ein bisschen mehr noch ein bisschen braucht, als nur zu fahren. Das Umfeld vom Sponsoring, von allem drum und dran, Teamleitung mit allem selber macht. Und wir im Prinzip eine Firma, Betrieb sind, ein Team, eine Weltmeisterschaft. Alle anderen gehen ein bisschen schauen, was ich mit den Leuten mache, was wir machen und schauen, es zu kopieren. Und zum Glück ist es nicht immer gelungen. Wie man gehört, Rudolf Henni, Seitwagen Weltmeister, eine Sportart, die nicht so bekannt ist, wo man muss sagen, was schade ist. Was die machen, ist sehr spektakulär. Ein Mann, der viel hat dürfen, müssen, können erleben in seinem Leben und hoffentlich bald die Jungen kann weitergeben kann und so den Seitwagensport grösser kann machen kann, in der Schweiz, aber auch weltweit. Was fährst du nächstes Jahr? Motocross und Supermoto meistens. Mhm. Und 65er. Aber fährst du auch Schweizer Meisterschaft? Ja. Und du? Ich fahre nächstes Jahr Supermoto Kawasaki, auch 65er. Und Motocross auch? Nein. Also, gehen trainieren gehen wir. Aber eigentlich fahre ich Supermoto. Diese Saison ist gut gelaufen für dich? Ja. C'est une saison bon? Oui. C'était bien. Bien. Prochaine année? Je vais essayer de faire le titre. Ja, ich sehe da hinten, es geht also noch weiter mit der FMS, aber unsere Sendezeit ist leider vorbei. Der erste Teil von dieser ganzen Geschichte ist jetzt am Ende entgegen. Nächsten Montag kommt der zweite Teil von der FMS. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt weiter auf dem Programm von Schweiz 5.